Also Leute, ich bin jetzt gerade diesen tiefen Waldweg gekommen und runtergefahren auf der Suche nach Dennis Garage und die ist nämlich genau hier. Cool. Also, schöner alter Hof irgendwie. Ja, und da hat sich Danny scheinbar so richtig und wir sehen hier schon, das ist mal VW Service und Fan Fabrik. Ja, und was übrig bleibt, verarbeitet Danny wahrscheinlich zu sowas. Sehr cool. Ah, und da sind sie auch schon. Aha. Leute, moin, ihr seid Peter. Einen wunderschönen guten Tag. Tja, da sehen wir mal, das ist Danny. Und ja. Du bist? John. John. Du bist wer? Der Sohn. Der Sohn, das heißt, ihr seid ein Vater-Sohn gespannt. So in der Art, ja. Cool. Und das ist der besagte Golf. Genau. Erzähl mir doch mal ganz kurz, wo kommt denn dieses Auto überhaupt her? Den haben wir aus Schweden geholt, schon länger her. Wir haben den Motor komplett rausgenommen, komplett aufgearbeitet. Also jetzt Kolben neu, Kolbenringe neu, Kurbelwelle und so weiter alles gemacht, aufgearbeitet, sauber gemacht alles, haben wir zusammengebaut. Dann sind wir gerade fertig geworden. Ne? Der hat das 75 PS, 1,6 Liter mhm. ne, und ist ein EG-Motor, sogenannter EG-Motor, mhm. das heißt mit Abgasrückführungsventil. Aha. Wegen der Abgasnorm mit der Umwelt in Schweden, damals war es schon so gewesen. Ah, und das war der Grund, warum die den Motor genommen haben, weil das Abgasverhalten einfach besser war, sauberer und okay, cool. Und wenn man den jetzt hier in Deutschland zulässt, ist auch unproblematisch, weil es ja alles original. Alles original, genau, richtig. Ne? Man muss halt nur eine Vollabnahme machen, den 21er machen quasi und... Cool. Das war's. Und dann zeichnet den aus. Ich habe gesehen, also hier, das ist ja auch nicht so. Genau, du hast ja die Scheibenreinigungsanlage. Mhm. Ne? Mhm. Ist dann hier angeschlossen. Mhm. Original, du hast zwei Pumpen, einmal für vorne und einmal für die Scheibenreinigungsanlage. Geil. Ja, super. Und was bedeutet das, wenn du so ein Auto in Schweden suchst? Wie machst du das? Wo bist du da? Ich gehe ins Internet rein, suche da direkt in Schweden. Okay. Weil ich weiß, da sind die besten. Also in Deutschland ist viel Rost, in Schweden hat weniger Rost. Ne? Warum eigentlich? Warum ist das so? Gibt es da einen bestimmten Grund für? Ich denke mal, die pflegen auch mehr die Autos, die sind auch mehr hinterher, die sind mehr auf Oldtimer. Ja. Ja. Ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, dass in Schweden auch gar nicht so viel Salz gestreut werden darf. Nee, das stimmt auch. Ne? Das ist, glaube ich, ein Riesenargument. Ne? Genau, richtig, das ist ein Riesenargument auf jeden Fall. Und die pflegen halt auch die Autos und kerschen auch die Autos ab. Das heißt, wenn da mal Salz ist, gehen die runter direkt und kerschen alles ab. Ja, da machen wir doch mal einen Gang rum. Was zeichnet denn den so aus? Ich sehe hier so diese Zierleisten, genau, sind die typischen. Die gibt es offiziell auch nicht mehr zu kaufen. Die sind ausverkauft. Okay. Gibt es auch nicht mehr nachzukaufen. Leider fehlt unten, da sind wir noch dabei, die Zierleisten zu ran zu bekommen. Okay, ihr sucht aber diese hier. Diese genau, ist das? Genau, richtig, diese, ne? Okay. Ja. Aber da ist die Chance und Möglichkeit ja vielleicht gar nicht so schlecht im Schrauberfundus von irgendwelchen anderen. Ich hoffe, ne? Türgummis sind natürlich porös gewesen. Ja. Teilweise haben wir schon neu gemacht. Die Fenstergummis sind neu, komplett. Ja. Ne? Ja. Aber hier, die waren porös komplett und die mussten wir rausnehmen. Ja. Und die müssen halt noch erneuern. Türgummis, ne? Okay. Türgummis, genau. So, und hier sind wahrscheinlich die Leisten noch. Genau, alle, Leisten. Also wie drüben. Genau, richtig, genau. Jo. Und die sucht ihr auch noch zum die Beispiel. Die suche ich auch noch, genau, richtig. Naja, okay, also dann wird ja wahrscheinlich, dann wirst du mal bei Fahrbucher nachfragen. Welche da gibt es bestimmt Leute, genau, die was liegen haben. Dann würde ich doch sagen, wir fahren mal eine Runde und wir schmeißen mal an. Oder beziehungsweise du, mach mal. Ich schmeiße mal an jetzt, wa? Ja. Muss ich darauf achten, muss ich den Schok ziehen halt, ne? Okay, weil keine Startautomatik. Nein, nein, nein. Gar das nicht. Ist natürlich auch nein. Cool. Na, den Schok ziehen, so. Oh, das ist schon gut. Wie er laufen soll, ne? Ja, richtig. Also im Golf 1. Ja. Das Baujahr 82. 82. Genau. Okay, Buchsen nochmal koppeln. Genau. Gut, aber das ist ja so klein. Also Fahrwerk halt nochmal. Vorne Stoßhörer tauschen komplett alles. Ja. Na? Aber das Schöne ist, wir sind jetzt hier auf einer richtig guten Rüttelplatte. Ja. Da kann man auch wirklich hervorragend checken und testen, ja, ob alles gut ist. Und dieses Lenkrad, das ist ein Original Golf 1 Lenkrad. Das ist Original Golf 1 Lenkrad. Radiomäßig? Läuft. Original? Original. Ja, geil. Was sagt die Familie dazu? Zieht die mit? Finden die das gut? Ja klar, die finden es super. Ne? Ich sehe auch ältere Autos. Ja. Ja, und
wenn man was geschaffen hat. Also man bekommt wirklich Schrott und macht was daraus. Ja. Geil. Immer wieder geil. Ja. Immer wieder geil. Und jetzt hast du ja auch noch das unerträgliche Glück, der Sohnemann hat da auch Bock drauf scheinbar. Genau, richtig, genau. Cool. Und der hat auch Kfz gelernt, oder? Der hat jetzt ausgelernt gerade. Ah, okay. Richtig, ne? Wie viel Arbeit steckt jetzt so hier drin? 2 Jahre. Und konkret, viel geschweißt auch? Oder was war so das meiste? Schweißen, genau. Schweißen war das meiste, weil wirklich heikle Stellen war, wie vorne der Scheibenrahmen. Mhm. Das war das Schlimmste gewesen. Ansonsten, der Rest ist wirklich nur Teile suchen, um für das Auto wirklich die originalen Teile zu finden. Okay. Ja. Was war denn dein erstes Auto? Ein Golf 1. Aha. Und ich war 15. Warum 15? Wie geht das? Berliner Sonderstatus. Nee, wenn du als Mechaniker anfängst, kaufst du ein Auto. Weil ja. Du bist ja doch auch Privatschrauben. Ja klar. Also habe ich mir einen Golf 1 gekauft und einen Opel Kadett D, 1,2 Liter. Okay, aber mit 15 Jahren heißt ja erstmal nur Schrauben und nicht fahren dürfen. Ne, genau, nur Schrauben. Okay, genau, okay. Genau, ne? Okay. Und das wurde auch von zu Hause quasi unterstützt. Genau. Sehr gut. Und dieses Auto, was ist damit geplant? Original lassen. Original lassen und auch behalten. Und auch behalten, selbstverständlich. Ja. Kommt in die Garage. Ja. Und nur bei schönem Wetter rausgeholt. Sehr schön. Erzähl mir ganz kurz, wie kommt es dazu, dass ihr zusammenschraubt? Wie hat sich das entwickelt? Also ich habe angefangen als Mechaniker damals, ja. Ne, und habe gelernt und dann viel geschraubt und dann kam er, glaube ich, mit 14 war es gewesen, ja, hat damit angefangen zu schrauben. Ja, aber früher schon. Ja. Haben wir zusammen angefangen zu schrauben, haben gemerkt, das passt und dann haben wir, ja, und dann haben wir auch gemerkt, dass wir eine Liebe für VW gemeinsam haben, alles. Und also das hat sich bei dir auch, das war da, mit der Milchnahrung aufgenommen. Genau, so. Das, okay. Ab da ging es schon los. Und jetzt habt ihr zum Beispiel so ein Projekt hier durchgerockt und zusammen gemacht, genau, kann genau. Man so sagen, ne? Genau. Sind da dabei. Ne? Aha, und hier sind die anderen Zuchtperlen, so scheint es mir, oder? Genau. Was ist denn das jetzt hier für ein Projekt? Das ist ein Caddy 14D. Okay. Da kommt jetzt auch ein 1.8T-Motor rein, mit aber ein K04-Lader. Das heißt, sprich dann bei knapp 300 PS dann wahrscheinlich. Was? Wird er landen. Ja. Aber der wiegt doch hinten nichts. Löst ihr das mit Blei? Nein. Da kommt man auf das Fahrwerk rein. Okay. Und dann, es soll nicht zum Autorennen sein, sondern zum Fahren. Also mal aufkommen. Ja. Komplett durchlackiert. Mhm. Ja, cooles Ding. Also das ist jetzt Vaters Ding. Genau. Und da? Das Ding steht da hinten. Okay, da müssen wir natürlich auch mal hingehen. Auf jeden Fall. Okay, das ist ja schon wieder eine Zuchtperle. Zuchtperle Nummer 2. Genau. Wenn der fertig wird, wird da also ein 1,8 Liter Turbo. Jo. Auch knappe 300 PS sind mein Ziel. Und ja. Umlackiert ist er in Candyrot. Kann man auch aufmachen? Selbstverständlich. Machen wir mal. Ja, genau. Da hier kommt andere Achsen rein vom Golf 3 VR6. Gleichzeitig habe ich dadurch eine breitere Spur um 3 cm. Okay. Und ja, andere Felgen kommen. Und wenn man da jetzt eine andere Achse einbaut, ist es TÜV-mäßig auch relevant. Ja. Genau, relevant. Ja. Und geht dann aber auch. Geht auch. Es passt 1 zu 1 rein. Nur okay. Die Spur ist dann halt ein bisschen breiter. Und der TÜV-Prüfer sagt dann auch, genau. Wunderbar. Ist sogar besser. Okay. Naja, wegen Stabilität, Fahrstabilität richtig, und richtig. So. Ne? Na klar. Also Leute, spannender Einblick hier bei einem Golf 1 Schrauber. Danke, dass ich da sein durfte. Aber das hat viel, viel Spaß gemacht. Das war toll, euch kennenzulernen. Und ich sehe ja, ihr seid ja voll an den Projekten dran. Auf jeden Fall. Der rote wird bald fertig, der schwarze wird bald fertig. Unsere Zuchtperlen. Und Zuchtperle heißt, wir kommen noch mal her und werden uns dann angucken, wenn die Zuchtperle fertig ist. Das wird natürlich saugeil. Danke, Leute. Euch noch einen schönen Tag. Gut, Peter. Ciao. Tschüss. Ja, also saucooler Besuch bei Danny und seinem Sohn John, wie ich finde. Golf 1, spannendes Thema. Was ich auch schön finde, ist, auf dem Hof stehen noch andere Projekte und auch wieder eine unserer Zuchtperlen. Denn ich denke mal, wenn John seinen roten Golf 2 dann fertig hat und diesen geilen Motor da drin hat, dann ist das schon ein gutes Teil. Wenn es fertig ist, besuche ich ihn nochmal und dann gucken wir uns das Auto auch nochmal genauer an und fahren eine Runde. Also, bis denn!